Ich freue mich sehr, dass Sie mir zuschauen. Ich heiße Hans-Jürgen Volkerts und bin seit 2008 Dozent bei den Paracelsus-Schulen und habe eine Praxis als Heilpraktiker Psychotherapie. Unsere Gesellschaft wird immer älter und immer häufiger hören wir von Menschen, die an Demenz und Alzheimer leiden. Deshalb halte ich es für besonders wichtig, dass insbesondere Heilpraktiker, Psychotherapie oder die psychologischen Berater eine spezielle Ausbildung bekommen, wie man nicht nur mit den Betroffenen, sondern wie man auch mit den Angehörigen arbeiten kann, um zum Beispiel Stress zu mindern, um die richtigen Worte zu finden, aber auch um die richtigen Ansprechstellen zu finden, um Hilfe von extern zu erhalten. Bevor ich Dozent und Heilpraktiker Psychotherapie geworden bin, war ich 40 Jahre lang Soldat. Es hat ein paar ganz herausragende Nebenführungsverwendungen, Verwendungen gegeben, die für mich prägend waren. Das war am Zentrum Innere Führung, wo wir für die Soldatinnen und Soldaten, die in den Einsatz gingen, Pakete erarbeitet haben, wo es darum ging, Stress zu bewältigen, in fremder Umgebung fertig zu werden, mit besonderen Belastungen fertig zu werden, auch mit Traumatisierungen fertig zu werden. Wir haben all diese Dinge vorher auch in der Praxis ausprobiert. Zum Beispiel war ich mit meinem Team zum Debriefen der Feuerwehrleute bei dem Zugunglück in Eschede. Ich denke, dass ich bei der Ausbildung der Heilpraktiker Psychotherapie und in den Sonderseminaren auf diese Erfahrungen immer zurückgreifen kann und sie als praktische Elemente in die Ausbildung mit hineinbringen. Ich würde mich ganz doll freuen, wenn ich Sie auch irgendwann in diesem Seminar begrüßen dürfte. Ihr Hans-Jürgen Volkerts.